Mein Name ist Bernhard Hoecker und vor 25 Jahren hat sich mein Leben fundamental verändert. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Aufgabe. Ab wann gibt es diese Ausgabe? Bitte? Ab sofort. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Ich hab ihn gekriegt! Ich hab ihn gekriegt! Ich freu mich! Ich liebe Technik ja schon, seit ich ein kleines Kind bin. Schon immer haben mich Traktoren, nein, Zugmaschinen fasziniert. Wie zum Beispiel hier, damals, als kleines Kind, in der Pfalz, in den Weinbergen. Wir hatten damals in den 70ern ja so gar nichts. Wir hatten noch nicht mal Windeln und deshalb, ja, hat man mich einfach in diesen Traktor gehängt und zum Trocknen raus an die frische Luft gefahren. Ach, das waren Zeiten. Traktoren, Technik. Sie haben mich schon immer fasziniert. Und diese Faszination ist bis heute geblieben. Deshalb liebe ich in der Profi ganz besonders den Praxistest. Von weitem betrachtet hat sich der neue Dreiachser von Drupa kaum verändert. Beim näheren Hinschauen ist aber viel Neues beim Tiger 5 zu entdecken. Angetrieben wird der Drupa 5 von einem Motor, der mit SCR-Cut die Abgasstufe Euro 4 erfüllt. Der stufenlose Fahrantrieb arbeitet mit Summierungsgetriebe und nahezu geradliniger Kraftübertragung im Feld und auf der Straße. Beim Köpfrode-Aggregat für 6, 8 oder 9 Reihen wurden unter anderem die Blattablage des Integralhäckslers und der Kufentaster des Nachköpfers optimiert. Die Rüttelfrequenz der Polderschare hat Drupa um 20% erhöht. Der Ringelevator wurde zur Steigerung des Durchsatzes um 20 cm auf 1 Meter verbreitert. Hier noch ein nützliches Detail. Die Bodenplatten sind jetzt, nach Lösen einer Spannschraube, schnell zu öffnen. Nach all diesen Testberichten bin ich inzwischen selber Profi und weiß, was die Geräte leisten. Zum Beispiel dieses hier. Das ist das Gerät eher so für den Eigenbedarf, für die ältere Dame, die sich nicht mehr bücken möchte, um die Blumen zu schneiden und kann damit einfach mal durch den Vorgarten fahren und bei der Gelegenheit noch beim Nachbarn vorbeischauen. Dieses Gerät wird dann schon eher im Straßenbau eingesetzt, genau genommen im Tiefbau. Hier kann man sehen, wie die ersten Bohrungen für das Tunnelsystem bei Stuttgart 21 auf dem freien Feld angelegt werden. Dieses Gerät ist eine Spezialanfertigung. Die Marine hat angefragt. Es geht um Unterwassergras. Also es gibt ja unter Wasser größere Algenansammlungen. Und wenn die gedüngt werden müssen, geht man mit diesem Spezialgerät hin und kann direkt vor Ort aktiv werden. Ja, und das hier ist, möchte ich sagen, mein Lieblingsgerät. Auch in der Jagd werden landwirtschaftliche Maschinen eingesetzt. Man ist nicht mehr bei diesen Kleinkalibergewehren. Das ist alles zu laut, das ist zu aggressiv. Es gibt jetzt hochindustriell hergestellte Fahrzeugsysteme, die bei der Entenjagd vonnöten sind und, wie man sehen kann, sehr erfolgreich. Man sieht, mein Leben hat sich jetzt komplett verändert und angepasst. Ich richte sogar meinen Tourplan nach den gängigen Messen für Landmaschinen und Agrartechnik aus.
Ich möchte euch als Geschenk eine Darbietung zeigen. Ich möchte sagen, es ist eine Art Hobby von mir. Ein Hobby, das ich in eurer Kategorie Profi-Hobby leider bisher vermisst habe. Das Schlepperballett! So, aber wie sich das für einen ordentlichen Geburtstag gehört, gibt es natürlich auch eine Geburtstagstorte. Die schneide ich aber nicht ganz gewöhnlich an. Mit einem Messer? Moment, ich verliere. Nein, diese Torte schneide ich an, wie es sich für einen Profi gehört. Mit einer Motorsense! Glückwunsch!